Hello Boys and Girls. Ich freue mich sehr, euch zu sehen. Ich sehe euch gar nicht. Ich sitze hier gerade total, es ist alles total unvorbereitet. Ich saß hier gerade auf dem Sofa und habe ein Video geschnitten und die ganze Zeit ging mein Kopf und es hat gerattert und gerattert. Ich habe gedacht, ich muss das loswerden. Ich muss da mit Menschen drüber sprechen. Und dann habe ich überlegt, ob ich eine Podcast-Folge aufnehmen soll. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist so ein wirres Zeug. Also meine Podcast-Folgen sind immer eher lösungsorientiert als Brainfuck irgendwie. Ich muss da jetzt drüber sprechen. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache einen kleinen Videopodcast hier. Also ihr könnt auch gerne mich nicht angucken, wenn ihr keinen Bock habt, mich anzugucken, weil ich werde sowieso nur quatschen jetzt. Es geht in den letzten Tagen etwas total, also die verrücktesten Gedanken und Wünsche und Vorstellungen, was ich vom Leben will, wie ich mir mein Leben vorstelle, sind in meinem Kopf unterwegs, weil ich in den letzten Wochen etwas erlebt habe, was ich so schon sehr, sehr lange nicht mehr erlebt habe. Und das ist das Gefühl von Heimat. Ich bin damals, wie wahrscheinlich ganz viele von euch, aus meiner Heimatstadt weggezogen. Ich wollte einfach nur raus. Also A, ich wollte auf jeden Fall Britney Spears 2.0 werden. Also am liebsten wollte ich nach LA und dort eine sehr berühmte Sängerin werden, obwohl ich nicht singen kann. Naja, ja, okay, das wollte ich eher als Kind. Später wollte ich dann, ich wollte Eventmanagement machen. Dies, das, Adidas, keine Ahnung. Das Gefühl, was man halt hat, wenn man nach der Schule so ausbricht und die Welt erobern will. Ja, und dann habe ich studiert in anderen Städten und ich habe mich überall eigentlich immer halbwegs wohl gefühlt. Natürlich was weiß ich, damals in Köln hatte ich mal einen großen Streit und dann bin ich da wieder weggezogen und so weiter. Aber nichtsdestotrotz war ich niemals der Mensch, der irgendwie an einen Heimatort gebunden war, weil ich immer überall klargekommen bin. Also ich war nie jemand, der Angst hatte zu verreisen oder der Angst hatte, ja, wegzugehen oder so. Also natürlich hatte ich damals so schon irgendwie Angst, als ich das erste Mal mein Zuhause verlassen habe. Aber seit ich so das erste Mal einmal rausgegangen bin und gemerkt habe, hey, das ist gar nicht schlimm. Ich habe mich als Zuhause immer dabei. Ich kann immer wieder zurückgehen, könnte ich ganz oder halt temporär einfach nur. Ich kann überall Menschen kennenlernen und so weiter. Und ich kann es mir überall gemütlich machen und überall schön machen und gleichzeitig aber auch neue Sachen entdecken. War mir klar, mein Zuhause trage ich mit mir. Und seit ich mit Kevin zusammen bin, ist dieses Zuhause noch gewachsen. Also jetzt habe ich nicht nur das Gefühl, dass ich mein Zuhause bin, sondern dass auch Kevin irgendwie mein Zuhause ist. Also ja. Genau, also wenn wir zusammen irgendwo sind, dann ist irgendwie alles da, was ich für mein Zuhause so brauche. Versteht ihr, wie ich das meine? So, und das ist immer ein sehr schönes Gefühl gewesen, weil ich konnte in jedes Land reisen. Ich war in Indien und keine Ahnung, wenn ich einen kleinen Kulturschock gekriegen habe, dann musste ich nur zurück in mein Hotelzimmer, habe eine Netflix-Folge an, habe mich mit Kevin zusammen aufs Bett gehauen, habe diese Folge geguckt und nachdem ich wieder bei mir angekommen war und die ganzen Eindrücke verarbeitet habe, konnte ich wieder rausgehen und Leute kennenlernen und habe abends wieder wohlig und ja, mich sorgsam gefühlt und habe mich in mein Bett gelegt und mich wieder zu Hause, also unängstlich gefühlt. Versteht ihr, wie ich das meine? Ja, und somit war ich immer der Meinung, ich bin so ein Nomadenkind. Ich bin so jemand, der halt durch die Weltgeschichte wandert. Ja, und ja, weil ich auch überall irgendwie zufrieden war, versteht ihr? Und dann ging es letztes Jahr los, als wir nach Spanien ausgewandert sind. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Ich kann euch die Playlist mal hier verlinken. Kevin und ich haben unser WG-Zimmer gekündigt und sind nach Spanien geflogen und haben gesagt, okay, wir bleiben jetzt hier und sind, ich glaube, 3 Monate insgesamt einfach die Küste runtergereist und haben da gearbeitet und uns zur Zwischenmiete Sachen gemietet und so weiter. Und ich habe gedacht, es wird die coolste Zeit auf der ganzen Welt. Und ja, long story short, war sie nicht. Das war da letztes Jahr im Mai und der Mai steht ja, ich und mein spiritueller Kalender. Falls ihr den nicht kennt, ich verlinke den unten. Ich glaube sehr doll an so die Spirits der Monate. Auf jeden Fall, der Mai steht so für Familie und Freunde und Verbundenheit. Und irgendwie, ich stand da im Mai in Spanien und habe gedacht, hier sind die schönsten Strände, aber es fehlt was. Und das, was mir gefehlt hat, das war ein soziales Netz. Ja, es hat mir irgendwie gefehlt,
dass da Menschen sind. Ich habe mir auf einmal mir gewünscht, dass meine Freunde da sind und ich mit ihnen Spiele spielen kann und dass ich mit jemandem grillen kann und mit jemandem zusammen, mit einer Gruppe zusammen ans Meer fahren kann. Auf einmal war es so, ich war nicht einsam. Es ist nicht, dass ich negative, depressive Einsamkeitsgefühle hatte, sondern es war so langweilig. Und es ist nicht so, dass ich mich selbst nicht gut beschäftigen kann, sondern ich habe gemerkt, mir fehlt irgendwie noch ein etwas, naja, wie soll ich sagen, komplexeres Konstrukt an Liebe als nur ich für mich, oh, ich finde mich toll und oh, da ist mein Freund, den liebe ich auch. Und dadurch, dass es eben nicht eine 2-, 3-, 4-wöchige abgeschlossene Reise war, in dem man ganz viel unternimmt, sondern wir einfach in einem wärmeren Land mit anderem Klima waren und dort gearbeitet haben und einfach uns freigenommen haben, wie zu Hause auch, ist mir dieser krasse Unterschied aufgefallen, wie sehr ich es doch liebe, auch unter Freunden und Familie zu sein. Ja, und das ist so das erste Mal, dass so diese Gedanken bei mir losgegangen sind. Konstante Freunde, die nicht nur über WhatsApp und über Anrufe zu erreichen sind, sondern die ich face-to-face in meinem Leben sehe, sind wohl doch wichtiger für mich, als ich dachte. Ich meine jetzt nicht irgendwie eine Backpacking-Reise, wo du jeden Tag neue Leute kennenlernst, mit denen du geile Sachen unternimmst. Ich meine jetzt wirklich so ein normales, also das kenne ich auch. Und dass man sich da nicht alleine fühlt und man auch irgendwie Liebe spürt und man sich versteht und so. Ja, aber ich meine jetzt so wirklich so das random, normale Leben, einen Alltag. Ein Alltag, ein ganz normaler Alltag, an dem man arbeitet und dann frei hat und Dinge unternimmt. Ja, und irgendwie, weiß ich auch nicht, dann sind wir ja von der WG, also ausgezogen und dann hier in diese Wohnung gezogen. In dieser Wohnung, oh, ich traue mich gar nicht so richtig zu sagen, es ist irgendwie wie so ein Schuldeingeständnis meinerseits, aber ich liebe diese Wohnung, sie sieht schön aus, ich bin gern hier, ich mache hier gern meinen Kram, aber ich spüre jedes Mal, wenn ich hier bin, es fehlt etwas. Das hatte ich vorher in der WG in Berlin wahrhaftig nicht. Aber da waren ja auch all meine Freunde. Also ich bin ja nach Hause gekommen und da waren die ganzen WG-Mitbewohner. Und wir haben zusammen in der Küche gesessen, haben Kaffee getrunken, Wein getrunken, haben uns, keine Ahnung, die eine hat mir von ihrem Tinder-Date erzählt, die nächste, wie ihr Arbeitsalltag war. Dann haben wir, was weiß ich, an Nikolaustag zusammen Raclette gemacht. Wir waren schon irgendwie, obwohl wir kein Freundeskreis waren, waren wir halt so eine eingeschweißte Einheit. Da ich dort aber nicht gut arbeiten konnte und mehr Platz brauchte, also ich brauchte einfach eine eigene Wohnung, sonst wäre das geht nicht mit einer Selbstständigkeit, die man aus einem Büro von zu Hause ausführt in der WG langfristig. Du wirst bekloppt irgendwann. Ja, sind wir da ausgezogen und in diese Wohnung gezogen. Und da habe ich erst gemerkt, warum ich Berlin so doll geliebt habe. Ich habe Berlin so doll geliebt oder ich konnte Berlin so doll genießen, weil da diese Menschen auch waren, die da waren, wenn ich alleine gearbeitet habe, also danach oder nachdem ich alleine durch die Stadt gebummelt bin. Ich bin nach Hause gekommen und da war jemand, der mir was erzählen wollte. Da war jemand, der regelmäßig geklopft hat und mich besuchen wollte. Da war jemand, der mit mir zusammen ins Fitnessstudio gehen wollte. Danach habe ich noch eine Freundin angerufen, dann mich mit meinem Freund ins Bett gelegt und einen Film geguckt oder bin ins Kino gegangen. Und das soziale Geflecht war irgendwie so perfekt. Ja, und jetzt ist es anders. Also ich habe hier auf jeden Fall meine Freundin Laura und meinen Freund Nils, die wir zwischendurch sehen. Aber ansonsten ist kein richtiges soziales Geflecht da. Ich bin sehr viel zu Hause und ich unternehme zwar so Sachen, aber es ist in Berlin, vielleicht die Berlin-Boys and Girls unter euch kennen vielleicht bessere Tricks oder so, aber ich entwickle hier nicht diese Freundschaften, wie ich sie in meiner Heimatstadt entwickelt habe, also in einer Kleinstadt. Die Leute sind generell hier sehr viel schneller, haben sehr viel weniger Zeit, haben schon ein durchgetaktetes Leben, sind sehr terminbewusst. Also es werden sehr viele Verabredungen Tage vorher gemacht, auch weil weite Strecken zurückgelegt werden müssen. Also ich wohne zum Beispiel in Berlin-Spandau und bis auf Laura, die gefühlt einen Katzensprung entfernt wohnt, aber ansonsten fahre ich zu den Leuten, die ich kenne, so eine halbe bis dreiviertel Stunde und viele von denen und auch ich weiß nicht, es ist irgendwie komplizierter. Ich kann es nicht, es ist so viel komplizierter, sich hier zu verabreden und es fühlt sich so viel mehr wie ein Termin an, wie das, womit ich groß geworden bin. Ich kann es nicht genau erklären, vielleicht liegt es auch an mir,
I don't know, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich etwas Neues erfahren irgendwie in den letzten Wochen. Ich war ja in den letzten Wochen in meiner Heimatstadt, auch aus familiären Gründen. Und ich habe dort sehr viel Zeit mit meiner Cousine verbracht. Wir sind ins Wiehengebirge gegangen und sind stundenlang gewandert, auch teilweise viel zu lange, aber haben da über Gott und die Welt geredet. Ich habe mich für November, also im November bin ich wieder da, habe ich mich für einen fucking Töpferkurs angemeldet und für, keine Ahnung, so Volkshochschulkurse. Ich wollte was Neues lernen. Ich habe auf Pinterest richtig heftig geile Tassen gesehen mit Gold und Monden und sowas. Da habe ich gedacht, okay, ich mache jetzt erstmal einen Töpferkurs. Ja, und habe irgendwie alte Freunde angeschrieben und bin durch die Stadt gelaufen und dann kommt hier die Mutter von der und Mensch, Jaco, was ist bei dir los? Ach, wollen wir gerade einen Kaffee trinken? Und auf einmal, und dann war ich in der Stadt und war in der Bücherstube, wo ich damals meine ganzen Gänsehaut- und Fear Street-Bücher gekauft habe und Cornelia Funke-Bücher. Und ich hatte so ein Gefühl von Heimat. Und es war das erste Mal nicht wie damals beengend und freiheitsraubend und langweilig, sondern es war so schön. Und ich habe dann gedacht, ich bin ja so frei. Ich bin so frei. Also ich bin in meiner Arbeit zum Beispiel so frei. Ich kann von überall arbeiten, wo ich will, weil meine Arbeit halt digital ist. Und dann, ja, ist mir bewusst geworden, ich bin so frei geworden, dass ich freiwillig hier bin. Ich bin nicht hier, weil ich muss und denke, ich würde gern weg, sondern ich bin hier, weil ich will und ich könnte weg. Und das hat in meinem Kopf irgendwie voll was ausgelöst, diese Vorstellung, Tradition. Ich kann seit Jahren irgendwie keine Traditionen richtig entwickeln, also jedenfalls nicht so wöchentliche, weil ich immer gependelt bin zwischen Reisen, Berlin und meiner Heimatstadt, weil in meiner Heimatstadt meine Familie ist, die mich gern sehen wollte und jetzt ist es noch wichtiger, dass ich öfter dahin fahre. Ich möchte aber gleichzeitig, liebe ich es zu reisen, sei es nur an die Ostsee oder auf einen anderen Kontinent. Ich mag es einfach gerne unterwegs zu sein. Und aber ich hatte das Gefühl, ich habe nie diese Ruhephase, also diesen Kontrast. Ich bin gern unterwegs und entdecke neue Dinge, aber hätte gern auf der anderen Seite diesen Ruhekontrast. Und ich hatte das Gefühl, dass ich diesen Kontrast nicht richtig hinkriege. Und seitdem spukt es mir die ganze Zeit im Kopf rum, will ich irgendwann wieder in meine Heimatstadt ziehen? Und ich war letztens, das ist so krass gewesen, ich bin mit meiner Cousine, wie gesagt, wandern gewesen und wir sind so an der Straße lang gelaufen und haben so Witze darüber gemacht, weil wir waren seit 5 Stunden unterwegs, wir konnten unsere Beine kaum noch bewegen und haben darüber geredet, dass wir bald Modelbeine haben und dass die Leute dann gucken werden. Und dann standen wir an der Straße, haben gesagt, na, bin mal gespannt, ob uns hier Leute wandern sehen und denken, dass wir sehr sportliche Menschen sind. Und auf diesem ganzen Wanderweg haben wir uns sehr, sehr viel unterhalten über, ist es ein Rückschritt, in die Heimatstadt zurückzugehen, dass man das früher als junger Mensch, wow, ja, okay, ich bin sehr alt. Früher hat man das so gesehen und jetzt ist es irgendwie so was Schönes, Muckeliges, in seiner Heimatstadt zu sein. Und dass es jetzt irgendwie anders ist. Und wir haben über Freiheit gesprochen, dies, das, Adidas. Und dann schrieb mir eine Zuhörerin meines Podcasts und sagte, Jaco, ich bin gerade an dir vorbeigefahren und habe dich gesehen in Lübbecke. Also ich komme aus Lübbecke. Und sie hat gesagt, ich mag immer gar nicht hier sein. Ich fühle mich so eingeengt, obwohl es so schön hier ist. Und jetzt bin ich nach Bielefeld gezogen, um zu studieren. Und ich musste irgendwie so lachen, weil ich dachte, das war unser Thema. Und das ist genau das, was ich damals gefühlt habe. Ich wollte raus da. Ich habe mich so eingeengt gefühlt. Ich wollte in die große, weite Welt. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich bin die ganze Zeit in der großen, weiten Welt, egal wo ich bin, weil ich jederzeit überall hin könnte. Und irgendwie ist mir so doll nach einem Garten und nach, oh Gott, ich werde alt, ich möchte alles selber machen, ich möchte töpfern, ich möchte kochen und Dinge einfrieren und Videos drehen und einen großen Arbeitsraum haben und ich möchte werkeln und mich mit Freunden treffen und ich möchte das Dorflife leben. Ich habe auf einmal irgendwie so Heimatswünsche und Heimatsgefühle und das ist bestimmt auch der September und der Herbst, der da voll bei mir reinkickt, aber ja, irgendwie bin ich gerade ganz verwirrt von mir selber, weil ich immer weg wollte. Ich wollte immer die Freiheit und mich abnabeln und weg von dem allen. Und jetzt auf einmal will ich dahin. Und ich weiß nicht. Ich wollte einfach das mit euch teilen, weil
Für eine Podcast-Folge ist es zu verwirrt, weil ich auch auf keine Lösung komme und ihr mir gar nicht direkt schreiben könnt. Und ich wollte einfach mal eure Gedanken dazu hören. Ich wette, es sind ganz unterschiedliche Meinungen und Gedanken. Ich war total skeptisch, als Leute, die ich kenne, zurück aufs Dorf gezogen sind, obwohl sie in der Großstadt waren. Ich dachte, oh Gott, hoffentlich bereuen die das nicht. So, es gibt so unterschiedliche Lebensphasen. Und jetzt bin ich in der Lebensphase, wo ich in die Kleinstadt will, wo Leute auf 5 Minuten vorbeikommen, um einen Kaffee zu trinken und spontan fragen, ob man grillen oder ins Kino will oder ob man in der Mittagspause vorbeikommen will oder wo meine Familie ist und wo ich einen Töpferkurs machen kann. Das spinnt mir im Moment so im Kopf rum. Ja, und ich habe mir gestern einfach mal einen Bauernhof angeguckt. Wow, sage ich nur dazu. War aber nichts. Ich war überfordert. Als ich hingefahren bin, dachte ich so, that's it. Oh mein Gott, mit Pferdeställen. Ich mache einen Rettungshof. Das ist meine Vision. Und dann war ich da, habe mich umgeguckt. Es war so riesig, Leute. Und ich habe gedacht, das kriege ich nicht gestemmt. Das ist zu viel Arbeit. Das hier alles umbauen. Da stehen einfach nochmal Pferde. Was ist das? Okay, das ist gepachtet. Ich war total überfordert und dann bin ich wieder nach Hause gefahren. Aber trotzdem bin ich sehr verwundert darüber, was gerade, das ist völlig neu. Das ist völlig neu. Wir sprechen hier von einer Frau, die digitale Nomadin werden wollte und irgendwo aus Südamerika ihr Leben lang irgendwas im Internet posten wollte. Die möchte jetzt halt töpfern in einer Kleinstadt in Ostwestfalen. Was ist da los hier oben? Das frage ich mich. Keine Ahnung, schreibt mir eure Meinung. Schreibt mir eure Geschichten, nicht eure Meinung. Gar nicht, das muss ja gar nicht bewertet werden. Das sind meine Gefühle, das ist ja völlig egal. Mich würde einfach mal interessieren, in was für einer Lebensphase steckt ihr gerade? Kennt ihr sowas? Oder ist euch das fremd? Ja, let me know. Ich bin froh, dass ich das gerade losgeworden bin irgendwie. Ich musste das einmal irgendwie erzählen. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut.